Manchmal sind es die kleinen Sachen, die einem die Arbeit erleichtern. Spannwinkel zum Beispiel. Hallo und herzlich willkommen bei Diktum. Heute geht es, wie gesagt, um Spannwinkel. Was sind Spannwinkel überhaupt? Also ich muss zugeben, ich kannte sie bis vor kurzem auch noch nicht. In der Holzbearbeitung sind sie relativ neu. Metaller kennen das schon länger, also in der Metallbearbeitung kommen Spannwinkel meistens dann zum Einsatz, wenn ja zwei Metallteile in einem Winkel zusammengespannt werden sollen. Und dafür sind dann diese Spannwinkel meistens magnetisch. Die Werkstücke werden dann ausgerichtet und dann verschweißt zum Beispiel. Und dann lassen sich diese Spannwinkel einfach wieder entfernen. Sie sind also quasi, sie bieten provisorisch temporär einen kurzfristigen Halt, bis die Werkstücke richtig fixiert sind. Eine ähnliche Aufgabe erfüllen die Spannwinkel bei Holz natürlich auch. Aber dazu müssen sie natürlich nicht magnetisch sein, sondern sie müssen verschiedene Möglichkeiten bieten, wie man dann die Werkstücke mit diesen Spannwinkeln verbinden kann. Die Details schauen wir uns dann gleich noch an. Wir bieten bei Diktum 2 verschiedene Spannwinkel an. Zwar haben wir einmal diese relativ einfachen Spannwinkel mit den Skalen auf der Seite. Wozu die dienen, sehen wir dann auch noch gleich. Und die haben dann recht viele Löcher in diesen Schenkeln, an denen sich dann Spannbacken einsetzen lassen. Deswegen bieten wir diesen Spannwinkel auch direkt mit Spannbacken zusammen in einem Set an. Dann haben wir noch die etwas größeren und diese haben dann Langlöcher, sowohl in den Schmalseiten als auch in den Schenkeln an sich. Und die haben wir entwickelt, damit wir damit auf dem Multifunktionstisch arbeiten können. Und was man da genau machen kann, sehen wir dann auch gleich. Beiden gemein ist, sie sind beide aus Aluminium gefertigt, also massives Aluminium, das sich nicht verzieht. Und das ist der Vorteil dann zum selbstgebauten Spannwinkel aus Holz. Sie sind dadurch relativ klein, lassen sich also auch in kleineren Werkstücken leicht montieren und bleiben trotzdem wirklich hundertprozentig im rechten Winkel. Und beide haben auch einen sogenannten Freistich, das ist diese Aussparung hier in der Innenecke. Und dadurch lassen sich dann die Werkstücke eben auch wirklich bis in die Ecke reinschieben und man kann dann eben den Winkel sowohl innen als auch außen anspannen. Was kann man mit so einem Spannwinkel alles machen? Natürlich das Normale, was man mit einem Winkel machen kann, zum Beispiel den rechten Winkel an einer Maschine prüfen. Die Spannwinkel sind genau rechtwinklig und haben, weil sie ein bisschen breiter sind, einen sicheren Stand, also ideal, um damit Maschinentische wieder in den rechten Winkel zu setzen. Bei den Ausführungen mit Skala kann man zusätzlich ihn benutzen, diese Spannwinkel, um damit zum Beispiel die Höhe von Fräsern oder die Schnitttiefe genau einzustellen. Und dann kann ich natürlich mit Spannwinkeln das machen, wozu sie gemacht wurden, spannen. Und zwar die einfachste Anwendung eben zwei Werkstücke gegeneinander spannen. Ich habe hier schon einen Spannwinkel eingesetzt und jetzt setze ich einfach den zweiten hier innen ebenfalls an. Dazu spanne ich es erstmal gegen das eine Werkstück hier. Erstmal ein bisschen locker, nur so grob. Und dann den zweiten. Dann kann ich das alles entsprechend hier ausrichten, dass es bündig ist. Und jetzt kann ich eben zum Beispiel hier an der Ecke, könnte ich jetzt schrauben oder auch Dübellöcher bohren und so weiter. Dafür sind diese Spannwinkel recht praktisch. Können mir auch als Verleimhilfe dienen, wenn ich jetzt eben zum Beispiel auch einen gedübelten Korpus zusammensetze, damit die Werkstücke dann nicht einfach umfallen und so weiter, kann ich eben hier mit diesen Spannwinkeln arbeiten. Nochmal kurz zum Freistich, das zeige ich euch nochmal hier oben an dem. Wenn wir jetzt zum Beispiel innen arbeiten möchten und dort mehr Platz brauchen, dann können wir eben hingehen und den Spannwinkel durch diesen Freistich eben auch an der Außenkante entsprechend ansetzen. Lassen dann entsprechend Platz, dass ich eben auch in die Ecke reinkomme, an der ich arbeiten will. Wir können hier eben dann alles schön bündig ausrichten. So. So, dann kann ich eben mit diesem durch den Freistich bei dem Winkel sowohl innen als auch außen ansetzen. Wenn der Freistich nicht wäre, dann wäre da in der Regel so eine kleine Ecke,
kleine Rundung und dann kann ich zumindest, würde ich dann die Kanten hier so leicht verdrücken. Deswegen ist der Freistich recht praktisch. Ich hatte es eingangs gesagt, die Spannwinkel, die wir entwickelt haben, sind speziell für das Arbeiten an Multifunktionstischen gedacht und haben deswegen mehrere Langlöcher, sodass man die Spannwinkel dann eben auf Multifunktionstischen mit einem Lochraster von 90 bis 100 mm einsetzen kann. Das gängige Lochraster ist 96 mm. Das kommt daher, das sind 3x System 32, also die dreifache Weite des Systems 32. Darauf hat Festool sich damals festgelegt und deswegen ist das ein sehr verbreitetes Lochraster, eben dieses 96x96. Bei unserem Tisch ist es 95x95. Es gibt da noch, wenn man auch selbstgebaute Multifunktionstische hat, diverse andere Maße. Also deswegen, unsere Eigenentwicklung ist geeignet für alle Lochraster mit einem Abstand zwischen 90 und 100 mm. Wie werden jetzt diese Spannwinkel dann auf einem Multifunktionstisch befestigt? Dazu gibt es diese Buchsen hier, mit denen man dann den Spannwinkel in das Lochraster einstecken kann. Ich habe jetzt hier mal so ein Muster vorbereitet und dann kann man eben entsprechend dann den Winkel einfach in dieses Lochraster einstecken und mit M8er Schrauben und diesen Buchsen dann eben einstecken. Wenn man das jetzt Ganze noch mehr fixieren will, weil man zum Beispiel mit Maschinen arbeitet und es könnte anfangen zu vibrieren, kann man das auch noch mit einer Sternschraube sichern. Ja, und wenn man dann diese Spannwinkel dann mit diesen Sternschrauben gesichert hat, dann kann man wirklich sicher mitarbeiten. Welche Spannmöglichkeiten bieten mir denn jetzt diese Spannwinkel am Multifunktionstisch? Die Universal-Spannwinkel bieten mir zum Beispiel an einem Multifunktionstisch die Möglichkeit, ein Werkstück hochkant einzuspannen, so wie hier. Das ist manchmal ganz praktisch, zum Beispiel, wenn ich ja einen Schlosskasten hier zum Beispiel einfräsen wollte, also die Kante bearbeiten möchte, oder auch bei der Montage von größeren Möbeln ist es manchmal ganz hilfreich, wenn man eine Stütze hat und ein Werkstück schon mal einen Teil hochkant aufstellen kann, bevor man das andere dann dagegen schiebt. Und dazu können mir eben diese Universalspannwinkel dienen. Um das zu realisieren, kommen zwei Buchsen an den Spannwinkel dran. Die werden mit M8er Schrauben fixiert. Eine M8er Schraube kommt in die Bohrung, eine in das Langloch, sodass ich dann eben den Abstand an mein Lochraster anpassen kann. Und dann kann ich es entsprechend einfach in den Tisch einsetzen. Die Buchsen sind selbsthemmend durch den Gummiring, der da dran ist, durch den O-Ring. Und dann kann ich eben mein Werkstück mit den Spannbacken hier sicher festspannen. Wenn ich mit Maschinen arbeite, ist es sinnvoll, die ganze Sache noch von unten mit den Sternschrauben zu sichern. Und so kann ich dann eben hier wirklich sicher und ja präzise an der Kante arbeiten mit den Universalspannwinkeln. Eine weitere Einsatzmöglichkeit für die Universalspannwinkel auf dem Multifunktionstisch ist, sie als Anschlag zu benutzen. Zum Beispiel, wenn ich mit Maschinen arbeite wie Verbindungssysteme, Lamello, Domino, Duodübler und so weiter. Und ich einen Anschlag brauche, wo ich meine Werkstücke gegendrücken kann, idealerweise in den rechten Winkel. Da kann ich einfach hingehen und nehme mir zwei von den Verbindungsbuchsen, setze die in den Tisch ein. Die sind ja selbsthemmend, fallen also nicht durch. Dann richte ich meinen Spannwinkel oben drauf aus und setze meine M8er Schrauben ein. Ja, dann fixiere ich das Ganze. Kann ich natürlich dann noch mit einem Innensechskant anziehen. Wer mag, kann es auch wieder mit den Sternschrauben von unten fixieren. Und dann kann ich meine Werkstücke hier entsprechend gegendrücken. Und dann kann ich zum Beispiel eben hier an der Kante arbeiten und entsprechend fräsen. Das Ganze funktioniert auch im 45-Grad-Winkel. Ich kann die Spannwinkel also auch im 45-Grad-Winkel auf dem Lochraster ausrichten. Ja, und dann kann ich entsprechend hier meine Werkstücke so ausrichten, dass ich dann eben hier fräse oder je nachdem, wie die Werkstücke eben geformt sind. Alle guten Dinge sind drei. Die letzte Möglichkeit, die ich euch zeigen möchte, wie man die Universalspannwinkel an dem Multifunktionstisch sinnvoll einsetzen kann, ist, wenn man ein Werkstück in der Fläche bearbeiten will, also zum Beispiel zum Schleifen, Hobeln und so weiter. Dann spannt man eben einen der Winkel in eines der Löcher auf dem Tisch ein und den anderen setzt man in eines der langen Löcher. Fixiert das auch mal vor mit der Sternschraube.
Jetzt habe ich hier einen flexiblen Anschlag, den kann ich auch leicht bewegen, auch ein bisschen lösen die Schraube. Kann ich hier den ein bisschen lösen und dann kann ich eben meine Werkstücke zwischen diesen beiden Winkeln grob ausrichten und dann einfach die Sternschrauben anziehen. Und so sind sie dann wirklich auf der Fläche fixiert und ich kann hier die Fläche entsprechend zum Beispiel hobeln und so weiter. Das Ganze ist sehr flexibel, also wenn ich jetzt mal ein kleineres oder anderes Werkstück nehme, löse ich einfach eine der Schrauben, lege das hier rein und dann kann ich das Gleiche auch hier wieder so ein bisschen ausrichten, dass es überall gut angelegt ist, fixieren und dann kann ich auch hier wieder arbeiten. Bei schmalen Werkstücken müsst ihr eben mal gucken, wie das mit den Schrauben ausgeht und der Dicke der Winkel, aber zum Schleifen und so weiter würde das zum Beispiel hier auch funktionieren. Die Universalspannwinkel haben zusätzlich noch gesenkte Bohrungen, sodass man darin dann auch Holzschrauben befestigen kann und man kann diese Universalspannwinkel, wie der Name sagt, universell einsetzen, also nicht nur an einem Multifunktionstisch, sondern auch ja, ganz generell auf einer Arbeitsplatte festschrauben oder direkt am Werkstück mit montieren und so weiter. Das waren jetzt ein paar Beispiele, was man mit Spannwinkeln alles machen kann. Da gibt es sicherlich noch viel mehr und je nachdem, in welcher Situation man gerade ist, kommt man auf die ein oder andere Idee. Wenn dem so ist und ihr eine Idee habt, was man damit noch machen kann oder Erfahrungen habt, dann schreibt das doch in die Kommentare zu unserem Video und dann profitieren auch andere von euren Anregungen. Die Spannwinkel gibt es wie gesagt in zwei Varianten. Einmal das Set mit Spannbacken direkt dabei. Da kann man dann direkt loslegen und die sind dann eben für die normale Holzbearbeitung geeignet. Und dann eben die Universalspannwinkel, die für den Multifunktionstisch oder die Multifunktionstische optimiert sind. Und die könnt ihr dann ergänzen, entweder eben mit Spannbacken, sodass man die auch entsprechend wie den anderen auch verwenden kann. Oder eben dann auch mit Verbindungsbuchsen, Sternschrauben und so weiter, sodass ihr da eben das bekommt oder zusammenstellen könnt, was ihr auch für eure Werkstatt wirklich braucht. Jetzt hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet für euren Werkstattalltag und wenn dem so ist und ihr jetzt Ideen bekommen habt, so ein Universalspannwinkel, da kann man doch dies und jenes mitmachen und euch der Film entsprechend gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, einen Daumen nach oben, damit ihr keine weiteren Tipps und Tricks oder Tutorials mehr von uns verpasst. Abonniert ihr einfach unseren YouTube-Kanal und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Verwenden von Spannwinkeln und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bei Diktum.